Als nächstes erteile ich für die FDP-Fraktion dem Abgeordneten Oliver Kumbarski das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal danke ich Minister Tobias Goldschmidt für seinen Bericht zu den beiden Tagesordnungspunkten, insbesondere zu unserem Dringlichkeitsantrag. Vor allem danke ich aber auch dem Ministerpräsidenten und der CDU dafür, dass dieser Umweltminister gestern zurückgepfiffen worden ist. Und das war auch ein ganz logischer Schritt. Wir kennen das aus dem Sport. Wenn man im Abseits steht, wird gepfiffen. Und in diesem Fall war der Minister so weit im Abseits, dass nicht mal der Videobeweis zum Trage gekommen ist. Und Herr Minister, Sie sind eben so ein bisschen, ja, ich sag mal, haben so beleidigt reagiert und mich dabei angeschaut, als Sie gesagt haben, wer jetzt dieses Gesetz am Bundesrat nicht will, der möchte wohl CCS im eigenen Garten aufstellen. Sie haben mich angeschaut, aber Sie haben natürlich die CDU gemeint. Die CDU hat mit Ihnen vereinbart 2040. Wir haben das nicht gesagt, wir haben immer 2045 gesagt. Und ich bin gespannt, ob die CDU sich solche Sprüche gefallen lässt von Ihnen. Und dass die Landesregierung nun im Bundesrat dem eigenen Antrag nicht zustimmen wird, klingt schon so ein bisschen nach einem Stück aus dem Tollhaus, scheint in der schwarz-grünen Liebesbeziehung aber ein normaler Vorgang zu sein. Was allerdings schwer verwundert, meine Damen und Herren, ist die Tatsache, dass CDU-Generalsekretär Lukas Kilian per Pressemitteilung verlauten ließ, dass die CDU nichts von den Bundesratsaktivitäten des Mekun gewusst habe. Aber da muss ich wirklich fragen, gibt es bei Ihnen keine Bundesratskoordinierung? Also das kenne ich anders. Und ich kann mir also wirklich nicht, also beim besten Willen, nicht vorstellen, dass das in Ihrer Landtagsfraktion, im Landesvorstand nicht bekannt war. Das können Sie vielleicht Ihrer Parteibasis oder Ihrem Friseur so erzählen, aber uns nicht. Zur Sache lässt sich sagen, dass das Gebäudeenergiegesetz schon in seiner jetzigen Fassung für die Bürgerinnen und Bürger nicht stemmbar wäre und dringend abgeändert und zeitlich nach hinten geschoben werden muss. Wer den vorliegenden Gesetzentwurf verschärfen und vorziehen will, der ist wirklich weit, weit weg von den Menschen, Herr Goldschmidt. Und im weiteren parlamentarischen Verfahren muss nun alles dafür getan werden, das Gesetz realistisch und gangbar zu machen. Wir haben als FDP da auch am Bundesparteitag debattiert und einen Beschluss gefasst und eben auch gesagt, die Transformation der Energieversorgung in Deutschland hin zur Klimaneutralität ist uns Freien Demokraten natürlich wichtig. Sie muss aber bezahlbar bleiben und durch Anreize und Hilfen erreicht werden. Und bevor der Staat eben den Bürgern detaillierte Vorgaben für ihren Heizungskeller macht, muss er Erfolgsbedingungen einer klimafreundlichen technischen Infrastruktur schaffen. Und meine Damen und Herren, Städte und Gemeinden müssen in die Lage versetzt werden, eben jetzt schnell eine kommunale Wärmeplanung entwickeln zu können. Und deswegen ist es auch grundsätzlich richtig, dass die Landesregierung hier Bürgschaften bereitstellen will. Zudem brauchen wir auch einen Gesamtplan, was das breitflächige Hochfahren der Wasserstoffwirtschaft angeht. Auch das muss jetzt ebenfalls schnell angegangen werden. Doch bevor der Bundeswirtschaftsminister den Menschen jetzt Wärmepumpen verordnet, muss das Netz deren Anschluss auch vertragen. Und das bringt mich eben zum Thema der Stromnetzverteilplanung. Der Strombedarf wird in den kommenden Jahren drastisch steigen. Das ist beim Thema Wärmepumpen so, das ist beim Thema Elektromobilität so. Und der ganze Ausbau der erneuerbaren Energien wird uns nichts bringen, wenn die Netze eben die notwendigen Lasten nicht von A nach B leiten können. Und es ist erschreckend zu lesen, dass zum Beispiel ein großes Wohnungsbauunternehmen nach einer Offensive, mehr Wärmepumpen zu verbauen, diese aufgrund des zu schwachen Netzes nicht anschalten kann. Solche Meldungen bringen den Klimaschutz wirklich keinen Zentimeter weiter und sind sehr erschreckend. Die Netze, die wir haben und für die unsere Bürger in Schleswig-Holstein bereits jetzt ja auch die höchsten Netzentgelte zahlen, sind nicht darauf ausgelegt, dass sich jeder eine Wärmepumpe einbaut. Und die Reform der Netzentgelte ist angesprochen worden, ist ja nun von allen Bundesländern erarbeitet und es muss ja doch endlich da mal zum Durchbruch kommen, denn sonst bringt uns der lediglich Ausbau der Verteilnetze nur noch höhere Netzentgelte, die keiner mehr zahlen kann bzw. keiner mehr zahlen möchte. Und der Ausbau der Verteilnetze ist deswegen ein zentrales Thema für die Energieversorgung in Schleswig-Holstein. Ich bin da dankbar, dass das Thema heute aufgerufen worden ist. Eine flächende Versorgung mit erneuerbaren Energien kann nur dann erreicht werden, wenn die Netze eben den Anforderungen an die Schwankungen der Einspeisung von erneuerbaren Energien gerecht werden können. Dafür braucht es eine kontinuierliche Modernisierung und Erweiterung der bestehenden Infrastruktur. Und es geht ja nicht nur um den Verbrauch, es geht auch um die Einspeisung. Das haben wir heute Mittag auf einer Veranstaltung ja auch nochmal gehört. Wenn wir uns anschauen, wie viele Freiflächen-PV-Anlagen jetzt entstehen und in Zukunft noch entstehen werden, ist das eine riesengroße Herausforderung für die Netzbetreiber und die Netze. Beim Abschlussdatum des fertigen Ausbaus der Stromnetze gibt es allerdings ein weiteres Problem. Und zwar steht ja die Bundesrepublik die Klimaneutralität bis 2045 an, aber die Landesregierung will das ja schon 2040 erreichen.
ist ja eben auch Schwerpunktthema gewesen von Herrn Lossemüller. Es muss dann aber auch klar sein, dass die Netze bis dahin fertig sein sollen. Und das ist eben auch ein ganz großes Problem, auch für die Netzbetreiber. Und das wird auch noch viel Arbeit mit sich bringen. Jetzt, Herr Präsident, ich bin am Ende meiner Rede angelangt, also eigentlich noch nicht, aber zum Abstimmungsverhalten werden Sie gleich sehen, dass wir dem Koalitionsantrag da nicht zustimmen werden und uns bei der SPD enthalten werden. Und möchte aber sagen, das ist nochmal eine ganz wichtige Botschaft zum Schluss, dass dieses Gebäudeenergiegesetz, es muss wirklich nochmal überarbeitet werden im Sinne der Bürger. Es muss also leistbar und machbar sein, so ein Gesetz. Vielen Dank.